Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. So, wir sind hier in unserer Bergbasis und wir haben in der letzten Folge unser Turnupdu extrem verstärkt und natürlich auch unser Pikachu. Und jetzt bin ich doch mal gespannt. Ich würde das ja natürlich gerne testen. Okay, ich glaube hier, das ist ein gutes Pokémon zum Testen. Luxtra. So, und jetzt machen wir mal Flammenwurf. Okay. Das zieht uns trotzdem noch ganz schön viel ab. Eins besiegt, 2000 Erfahrungspunkte hat uns das gegeben. Okay. Das ist schon ordentlich was. Ich überlege gerade, es hat uns ein bisschen was abgezogen. Ich gehe gerade nochmal zurück zur Basis, wobei wir könnten noch hier unten die zwei besiegen schnell. Okay. Das ist eine Stufe niedriger. Wenn ich da eine Kraftattacke mache, dann sollte das One-Hit sein. Okay, Level 28 ist ein Level niedriger. Also quasi, wenn ich hier eine Kraftattacke draus mache. Nice. Okay. Okay, das gibt nur 400... 50. Ein bisschen Gestein mitnehmen. Oh, drei Schwarzglanzsteine haben wir bekommen. Und jetzt gehen wir gerade nochmal hier zurück, ruhen uns nochmal eine Runde kurz schnell aus. So, nur kurz. Damit sind alle Pokémon wieder fit. Und jetzt geht's los. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh. Und hier wächst was am Felsen. Na toll, wie komme ich denn da ran? Können irgendwelche Pokémon da oben am Felsen stehen? Kann ich selber hier hoch? Da möchte ich hoch. Hier hoch, bitte. Vielleicht springen. Ah, das geht. Okay. Wenn ich springe. Ah. Na komm. Da war es gerade wieder. Es muss doch gehen. Sehr gut. Und ich habe da noch einen gesehen. War das nicht zwei? Ah ja, da oben. Komme ich hier auch dran? Okay, das könnte ein bisschen komplizierter werden. Aber ich habe schon eine Idee. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Na gut. Dann geben wir es mit dem einen zufrieden. Und... Oh, da ist wieder so eine Glocke. So, hin. Hier sind wir. Frisch gekleidet, weil es sehr kalt war. Ja, habe ich gerade schon gemerkt. Das ist ein bisschen steil. Okay, Sneeboss. Kraxler. Das heißt, wir brauchen aber Sneeboss dann erstmal als Reittier.
So. Wie geht's jetzt weiter? Vielleicht erinnere ich mich ja an etwas, wenn ich mit dir ein... Okay. Wir sind gut vorbereitet. Auf jeden Fall. Kein Problem. Oh, ein Mashok. Er hat 3 Pokémon. Nein, ich wollte gar keinen. Okay, naja, jetzt haben wir Georock. Das ist unfair. Wieso ist das Mashok zuerst dran? Da passt sofort eine Lebensschelle. Sehr gut. So, jetzt aber das richtige Pokémon hier. Und jetzt gibt's die... Oh, wir sind doppelt dran. Das heißt, ich kann erstmal einen Flammenwurf. So, Mashok besiegt. Warum ist es denn immer direkt dran? Das ist irgendwie ein bisschen... gefällt mir nicht. Oh, sehr gut. Verbrennung. Ah, das wird es vernichten wahrscheinlich. Das hilft ihm nicht. Wahrscheinlich auch besiegt. Okay. Dann Pikachu. Pikachu wird's regeln. Was setzt er ein? Oh. Oh, wir sind dran. Einfacher Donnerblitz. Paralysiert bitte. Ein Energieball. Okay, jetzt. Kraftattacke. Das sollte ausreichen. Auf geht's, Pikachu. Donnerblitz. Sehr schön. Haben wir alle 3, glaube ich. Sehr nice. Okay. Levelaufstieg. Vulpix. So. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Ach so. Ach, die altbekannte Melodie. Okay, das ist cool. Das ist ja so groß wie wir. Das machen wir. Nimmt uns das dann Huckepack? Sehr schön. Oh. Und wir haben eine Gifttafel bekommen. Okay, wo müssen wir dann hin? Was, nach Jubeldorf zurück? Volle Fahrt voraus. Oh, es hat einen Korb dabei. Na dann, probieren wir das gerade mal aus. Das hier. Ach, wie lustig. Da hinten sitzen wir drinnen. Da gucken nur unsere Augen raus. Okay.
Sehr nice. Jetzt können wir hier diese ganzen Klinklinge aufsammeln. Können wir auch mit dem... Hier können wir... Ich kann hier auch kein Pokémon werfen. Okay, da müssen wir dafür aussteigen. Mir fällt gerade auf, er hat unsere Pokémon gar nicht wieder geheilt. Das hätte er ruhig mal machen können, wie unhöflich. Okay, wir sollen auf jeden Fall zurück. So. Und jetzt hier. Noch ein paar Steinchen. Oh, was ist denn hier Fallen? Okay, Fallen scheint uns auch nichts auszumachen hier. Das mit dem Klettern finde ich sehr cool. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall zu einigen Bereichen. Und vor allen Dingen, wir können einfach querfeld einlaufen mit dem Sneeboss. So, wobei wir sollten ja zurückgehen. Allerdings würde ich gerne noch ein bisschen... Achso, wir sind ja eh... Wir haben eh unsere Pokémon... Die sind besiegt worden. Wir müssen eh hier zum Professor zurück. So. Erstmal ausruhen kurz. Wobei, wenn wir in die Stadt zurückgehen, dann sind die Pokémon, glaube ich, eh wieder voll. So, Professor. Bericht erstatten. Achso, wir haben nur die zwei hier. 160 Punkte. So, zurück ins Dorf. Wir sollten auch wieder zurück ins Dorf, oder irre ich mich jetzt hier? Ich habe gar keinen Questmarker hier drin. Ist das falsch? So, Missionsziele. Okay, ja genau, wir sollen mit ihm klettern. Wir sollen gar nicht zurück ins Dorf. Aber der hat doch gerade gesagt, wir sollen zurück ins Dorf. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist so ein Usaring auf dem Bild. Okay, dann zur Bergbasis. Dann begeben wir uns auf jeden Fall mal auf Klettertour. So. Da hoch sollen wir. So, los geht's. So. Oh, was haben wir hier? Ein Onix. Oh, hier haben wir coole Pokémon. Ist das ein Flügelbälle? Das mal ausprobieren? Wow, okay. Das ist auf jeden Fall ein cooler Ball. Palimpalim gefangen.
Oh, ich frage mich gerade, ob wir den über diese Entfernung hier werfen können. Sehr nice. Okay, das. Okay, wir können mal diesen Ball ausprobieren. Vielleicht können wir das Onix irgendwie überraschen. Bitte sei überrascht. Okay, er ist sehr schwer. Wir sollten es mit einem normalen Ball versuchen. Ah, es hat uns gesehen. Wir mit einem Feuer? Wir haben kein Wasser-Pokémon dabei, glaube ich. Okay, wir nehmen es mal mit Onix auf. Attacke. Okay. Angriff. Mal gucken, was so ein Flammenwurf bei einem Onix bewirkt. Der Sch... Was? Warum? Ich habe da gar keine Kraftattacke gemacht. Das gefällt mir nicht so gut. Okay. Dann Georock. Das Onix hat auch keine Speed-Attacke gemacht, glaube ich gerade. Ich weiß nicht, warum das gerade zweimal dran war. Sehr komisch. Okay. Dann ist die Frage, wir haben einen Fitlauch, wir haben keinen Beleber. Das ist natürlich nicht so schön jetzt. Das Onix hat einfach unser... Okay. Uns bleibt nichts anderes übrig, wir müssen nochmal zurück. Also, gegen das Onix sollten wir dann doch nicht kämpfen. Ein Beleber kostet halt auch 700. Ich weiß nicht, ob ich einen Beleber kaufen sollte. Wir probieren einfach jetzt am Leben zu bleiben. So. Und das Onix ist wieder da. Ist noch sehr weit. Ich laufe hier einfach mal weiter. Ein Stalos! Oh mein Gott. Das hat bestimmt noch ein viel zu hohes Level. Wir brauchen hier auf jeden Fall irgendwie... Ich weiß gar nicht, was gegen Stahl effektiv ist. Ich glaube, Eis war effektiv gegen Stahl. Und ein Rizeros. Ob wir das fangen können? Ich kann mich halt echt nicht anschleichen. Und so weit können wir auf keinen Fall den Ball werfen. Aber vielleicht, wenn wir... Von der anderen Seite. Verdammt. Irgendwas hat uns gesehen. Wahrscheinlich unten das Rizeros. Sehr nice. Okay, das haben wir gefangen. Und jetzt werfen wir das einfach von hier oben ab. Einfach so. Zack. Und vielleicht können wir von hier oben auch so einen Schwerball benutzen. Das müsste uns ein bisschen näher kommen. Wir können natürlich auch so einen Ball probieren. Okay. Aber es kommt hier nicht hoch. Genau, es kommt hier nicht hoch. Das heißt, ja,
probieren wir den nochmal. Okay, das kriegen wir nicht. Gegen das müssen wir wahrscheinlich kämpfen. Allerdings möchte ich nicht schon wieder gegen so ein Gesteins-Pokémon meinen Turnupto verlieren. Oder wir schleichen uns von hinten an. Vielleicht klappt das und wir probieren hier so ein Centerball. Nein, 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 nein. Ah, es hat uns gesehen. Okay, dann hauen wir doch ab. Verlorene Items. Dann gehen wir erstmal eine Runde klettern. Oh, was seid denn ihr? Eins hat geklappt. Und das andere auch. Skorgler. Okay. Kleine Skorpione. Oh, was liegt hier? Ein Knirschmineral. Okay. Da ist wieder so eine Glocke. Hier müssen wir auf jeden Fall... So. Was haben wir denn hier? Ist es der gleiche? Bloß der eine ist böse mit roten Augen und der andere... Okay, mal gucken, wer das... Du hast uns nicht gesehen? Nasknet, okay. Oh, der bewacht eine Höhle. Du hast uns auch nicht gesehen. Überraschung. Ah, okay, nee, hat nicht geklappt. Okay, irgendwas hat uns jetzt gesehen. Die Boden nehme ich mit. Okay, die Glocke hat uns gesehen. Ich möchte aber jetzt gerade nicht unbedingt kämpfen. Wir müssen da hoch. Hm. Nehmen wir hier die Bären noch mit. Hier die Bohne. Und können wir hier bitte klettern? Oh. Wir können auch auf Bäume klettern. Okay, Geister-Pokémon. Und da hinten haben wir wieder... Oh, was haben wir denn da? Du hast uns nicht gesehen. Wir sind hier im hohen Gras. Das sah ja lustig aus. Das ist richtig erschrocken. Klingplim. So, und hier würde ich jetzt gerne mal so einen Centerball ausprobieren. So, okay. Ist jetzt nah genug, denke ich mal. Sehr nah. Level 54. Rizeros. Oh. Und da ist direkt ein... Das fangen wir auch gleich noch. Na toll. Okay, das hat uns gesehen. Aber wir können uns ja jetzt relativ schnell verdrücken. So, wo müssen wir hin? Oh, da haben wir einen Voltoball oder einen Lektorball? Hm, ist hier unten irgendwo ein Pokémon? Ich glaube erstmal nicht. So.
Voltoball. Sehr gut. Und was haben wir hier? Oh, wir finden hier so viele neue Pokémon. So, ach, das ist nochmal so ein Palimpalim. So, wir müssen weiter hier hoch. Okay, kommen wir noch selber hoch? Eifriger Bergsteiger. Oh, der Baum hat auch schon mal bessere Tage gesehen. So. Noch ein Pitlauf. Und jetzt sind wir auch schon fast da. Ich glaube, in den Bäumen sind immer die gleichen drin. Immer vorsichtig über das Pikachu. Oh, was haben wir denn da? Eine Burma-Dame. Vielleicht klappt das ja direkt. Wir werfen einfach mal einen Pokéball. Weil nicht, dass wir sie auf jeden Fall gleich besiegen. Das wäre schade. Sehr gut, haben wir gefangen. Neu. Levelaufstieg. Okay, hier haben wir wieder Ruinen. So. Sehr gut. Ah, ich stelle schon mal einen her. Ich stelle keinen her, weil ich habe die Vitalknospen alle abgelegt. Okay. Das ist nicht so gut. So. Okay, und da wartet er schon auf uns. Wahrscheinlich müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen. Und ja. Okay. Let's go. Willkommen in der Hoheitsstätte von Elektroball. Dem Mondgrußkampffeld. Okay. Ich mag dir zwar einige Hindernisse in den Weg gelegt haben, doch ein Teil von mir wollte auch, dass du es bis hierher schaffst. Vielleicht sind es ja die eigenen Widersprüche, an denen der Mensch wächst. Okay. Das heißt, wir kämpfen nochmal gegen ihn. Kein Problem. Oh nein, Pikachu. Na gut, Pikachu wird's. Was? Er hat drei Pokémon. Wie unfair ist das denn? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir greifen als allererstes hier das Zubat an mit einem Donnerblitz. Sehr gut. Okay. Das war wirklich ungerecht. Okay. Moment, wir wechseln auf ihn hier. Wenn wir ihn besiegen. Allerdings, wenn wir ihn nicht besiegen, ich hoffe mal nicht, dass wir mit zwei Attacken schon hinüber sind. Oh nein, Tempotechnik. Was? Natürlich, ein Volltreffer. Wir waren zu nah dran. Er hat einen Volltreffer gelandet. Wie soll es auch anderes sein? So, okay, dann alles gut.
Sichlor, Attacke. Duff Team. Wir müssen ihn auf jeden Fall besiegen. Sehr gut. Okay. Das ist nur Level 22, das sollte uns nicht so beeindrucken. Ich denke mit einem Kraft-Tief. Schaffen wir das? Ja, das sieht gut aus. Kampfende. Super. So, natürlich kriegen wir hier keine Erfahrung, weil Pikachu und Tonokdo gestorben sind. Oh, er sieht nicht so begeistert aus. Okay. Ja, du hast nicht genug Zeit. Mit mehr Vorbereitung hättest du das auf jeden Fall geschafft. So. Genau. Was? Warum kannst du uns nicht weiterhelfen? Na super. Okay. Das ist nicht gut. Wer weiß es dann? Ah, Diam. Der hat's bestimmt noch im Kopf, was die leckere Lieblingsspeise von Lectoball ist. Was ist? Ich habe dich genau gehört. Warum willst du jemanden wie Xax bloß Lectoballs Lieblingsspeise verraten? Naja, wir beruhigen das Pokémon. Wir sind hier zum Helfen. So. Nein, wurde er nicht, Mensch. Er ist vollkommen ausgeflippt. Wir müssen ihn beruhigen. Die Rage des Königs soll eine Prüfung des ehrwürdigen Sinnoh sein? Das sehe ich anders. Deswegen unterstütze ich Xax. Es ist ohne Belang, ob er dem Diamant-Clan oder der Galaktik-Expedition angehört. Genau, das finde ich auch. Wir sind alle gleich. Außerdem wollte ich ihm nicht nur verraten, was die Lieblingsspeise von Lectoball ist. Ich wollte auch gleich ein paar Brocken Knirsch... Ah, okay. Da haben wir schon eins gefunden. Ja, sehr gut. Perfekt. Allerdings wäre es gut, wenn unsere Pokémon vorher wieder heile wären. Er vielleicht. Das könnte echt ein Problem sein. Gut, wir müssen ja auch nicht gegen's kämpfen. Wir müssen ja nur die Ruhegaben werfen. Das sollte ausreichen. Okay, ob das wirklich ausreicht? Vielleicht gebe ich hier lieber nochmal einen Trank. Halt, das geht nicht. Also ich glaube, einen Kampf werden wir definitiv nicht gewinnen. Wobei, wir haben Georock. Mit Georock könnte es vielleicht klappen. Okay. Aber ob wir das schaffen mit dem Lectoball, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.